Müssen wir mal schauen. Es ist jetzt alles gerade wieder ein bisschen blöd. Schweröl. War das nur 12? Oh, warte mal. Ich sehe gerade. Warum sind die alle so unzufrieden? Siedlungsabfall. Der macht eine negative Meinung. Ja, warum haben wir denn einen Siedlungsabfall? Der Siedlungsabfall macht es ja jetzt gerade so schlimm. Wir müssen... Gesundheit ist zu gering. Warum ist die Gesundheit so gering? Machen wir eine Quarantäne. Wir öffnen den Turm wieder. Warum haben wir denn Abfall? Was ist hier schon wieder los? Wasserverordnungen, Basislebensmittel. Sind die Lebensmittellager so leer oder was? Gemüse und Kartoffeln fehlen. Ich habe hier doppelt Gemüse drauf. Mache ich hier nochmal Kartoffeln. Ich glaube, ich muss vielleicht mal auf Dünger setzen oder so. Warum sind denn die auf einmal so... Abfall in... Wait, what? Abfall in der Siedlung. Okay, warum? Weil der Tankbumm voll ist. Okay, ich sollte hier vielleicht eine Notverarbeitung noch einsetzen. Das war jetzt zum Beispiel unerwartet. Wir verbrauchen viel zu wenig Säure. Jetzt kann er wieder anfangen, jetzt kann der Rest wieder anfangen anzuspringen. Bloß bis das Ganze wieder leer wird, gleich dauert es eine Zeit. Ja, den darf natürlich doch hierhin produzieren. Ach, er kann jetzt gerade nichts machen, weil die Dampfproduktion... Oh, deswegen sind alle stinkig gewesen. Hoppala. Ja, wir müssen jetzt schauen, dass das abläuft. Vielleicht doch eine Notverbrennungsanlage noch aufstellen. Holy shit, okay, das war unerwartet. Ich mache gleich noch einen zweiten davor. Dann müssen wir schauen, dass wir schnell an die Säure verarbeiten können. Oder was war denn doch Säure? Was kann ich alles Säure verwenden? Verbrauch für Kupferelektrolyse zum Beispiel. Anstatt Wasser. Ich kann es bei den Mischern verwenden. Und bei der Absetzbecken für Goldkonzentrat. Okay, in Zukunft wird es eh relativ wichtig, aber jetzt gerade ist es noch so... Ich könnte es bei den Mischern einsetzen. Aber ansonsten... Ansonsten... Ja, jetzt läuft es wieder. Das erste, das ist schon mal positiv. Es wird halt wahrscheinlich dauern, bis der ganze Müll endlich raus ist, weil wenn du es anschaust, der Müll hat komplette Überflutung gemacht. Oh Gott. Hat die Quarantäne gerade eingesetzt, oder was? Warum hat denn auf einmal die Quarantäne eingesetzt? What? Ja, ich muss jetzt hier schnell schauen, dass ich eine Ding einbaue. Eine Verbrennungsanlage. Das ist die heftige Verbrennungsanlage, die braucht mehr.
die braucht Gendrasil und alles. Macht es jetzt relativ schnell und easy, einfach als unter. Nicht schon wieder aus dem Menü, aus dem Spiel raus. U-förmiges Förderband. Schnell liefern. Das kriegt eine hohe Prio. Müll verbrennen. Wir müssen nur schauen, dass der Müll hier rauskommt. Je schneller das geht, desto besser ist. Wir haben schon viel abgebaut. Der frisst 18 pro Minute. Du frisst 144 pro Minute. Heide Witzka. So ein Fallback habe ich leider nicht wirklich eingeplant gehabt, wie scheint. Ja, grundsätzlich sollte eher ausreichen. Problem ist natürlich, die Leitung ist jetzt in dem Fall auch voll. Bin jetzt beim Überlegen. Damit tun wir wahrscheinlich aber ein Bein stellen. Wenn ich das hier hin platziere und hier aber Priorität drauf setze. Jetzt haben wir nicht erstmal die Anlage so ein bisschen entleert. Wenn alles gut geht. Haben wir jetzt genug Wasser im System? So oder so hilft. Gut. Wie schaut's aus? Ja, jetzt sind sie wieder positiv. Gut. Die Gesundheit geht hoch. Der Müll hat das Limit in der Stadt verlassen. Leco mio, das war jetzt eine spannende Aktion und die Hälfte der Anlagen stehen halt jetzt still. Da müssen wir jetzt wieder auf Personal warten. Wir haben echt viel verloren. Wir können hier mal Wachstumsschub 3 auch noch anfragen. Sollten wir hoffentlich bald wieder die Bürger reinkriegen. Gut. Da kann ich jetzt aber gerade lang leider nichts dran ändern. Das ist jetzt leider so. Gut, wir wollten hier eigentlich hin. Und mit der Crackling-Anlage die 12 Schweröl verarbeiten. Und ich bin ja 24. Wie viel kriege ich hier raus? Ich kriege hier wieder viel zu viel raus. Ich bin ja eher dafür, dass wir eine Crackling-Anlage so machen und dann so. Wir brauchen so mehr Wasserstoff, aber wir haben eh Wasserstoff auf Lager. Wasserstoff tun wir dann noch in den Tank zwischenlagern und hier eine Überfüllungsmaßnahme einbauen. Ich will so viel Treibstoff aus dieser Anlage rauskriegen wie möglich. Aktuell machen wir 72. Wenn wir die Crackling-Anlage hier noch zwischenschalten und erst das hier machen und dann daraus das hier, machen wir nochmal 24 mehr und am Ende mit dem Brenngas und dem Sauerstoff, den wir noch irgendwie herkriegen müssen, gehen wir dann nochmal auf 24 extra und 6 Wasser extra. Also ich glaube, das könnte schon gut werden. Bedeutet, wir müssen nur den Eingang finden von dem ganzen Zeug. Flip, flip, flip und rotate. Ne, warte, das war Quatsch. Erstmal dich hier. Bedeutet, hier kann Schweröl oder Wasserstoff rein. Genauso wie hier vorne. Hier kommt Brenngas raus.
Oder wir machen allgemein Brenngas-Zwischentank. Das ist gleich eine schlechte Idee. Warte mal. Bessere Idee. Die sicher für uns allgemein auch besser ist. Machen wir alles jetzt so ein bisschen Zwischentanks und Überfüllmaßnahmen, die uns sichern sollen in dieser Anlage. Dann müsste ich aber rein theoretisch dich auch nochmal entfernen. Wie gesagt, ist wahrscheinlich einfach übertrieben. Aber wir haben die Möglichkeiten und wenn die Speicher dazwischen stecken, können wir einfach bestimmte, denke ich mal, Vormaßnahmen aufbremsen. Weil zum Beispiel jetzt das hier, wenn vorne verstockt, haben wir hier einen Ausgleichsbehälter, der sich drum kümmert. Den Treibstoff, den würde ich dann hier rausleiten. Oder doch nach hinten? Das werden wir dann sehen. So, genauso brauchen wir dasselbe jetzt für Brenngas. Für Brenngas würde ich aber sogar einen noch größeren verwenden. Obwohl, der ist echt fucking riesig, ne? Eigentlich war der Plan, dass wir sozusagen hier hingehen können. Sagen wir so. Von da aus füttert er dann die Maschine. Und mit der Crackling-Anlage, die wir hier haben. Das hier. Jetzt kommt hier hinten natürlich das raus, aber ich kann ja rein theoretisch das Kabel hier so rumlegen und dann hier anschließen. So. Hier unten kommst du rein. Genau, und dann brauchen wir nicht noch eine zweite Crackling-Anlage. Das macht. Bedeutet genauso flippen. Rotate oben muss rein, unten kommt raus. Und du bist dann die Stufe hier. Wieder die unten kommt Treibstoff raus. Brenngas kommt hier raus. Warte mal, das machen wir schnell hier. So. Leute, wie viel Uhr? Oh, 30 Minuten. Ich glaube, ich habe die Folge aufgeteilt am Ende. Hoppala. Dann werde ich die Folge aufteilen in dem Fall. Hier, wie viel haben wir hier? 18, ja, das schafft die kleine Rohr. Die kleinen Rohre schaffen eh fast alles, so. Perfekt. Und das Rohr kann dann hier wieder zurückgehen. Hier haben wir dann das ganze Brenngas, was abgeht. Und dann brauchen wir jetzt hier in dem Fall noch eine Wasserstoffreformer. Setze ich doch mal doch ein bisschen höher an. Oder setze ich den hier so an? Ah, komm. Hier so. Oder nee, wir nehmen einfach das Rohr hier. So, zack, dann kann man nicht noch so drüber notfalls das andere platzieren. Dann lasse ich hier ein Rohr für Dampf hochlaufen. Das zweigt sich dann von hier ab, geht nach vorne und lässt sich hier. Für den Dampf, das tun wir alles. Raus. Dingsen lassen. Und hier kommt auch ein Zwischenbehälter rein. Und zwar sogar ein doppelter, einfach damit man immer genug Ressourcen hat. Ich hoffe zwar nicht, dass der Zustand kommt, aber wenn er kommt, sind wir gesichert. Und dann nehmen wir ein Rohr 2. Nur hier vorsichtig vorgehen, so. Gut. Und dann kriegen wir hier wieder 24 Treibstoff raus. Einfach mal, hier wollte ich das anders machen. Und zwar so, dass wenn... Da
können wir noch bestimmt hier gleich so einen Ausgleicher dran setzen. Warte. Rohrausgleicher. No, ich muss das Ganze um eins versetzen. Leckt mich alle. So. Ausschneiden. Denn ich hätte hier gerne einen Rohrausgleicher eigentlich. So war das. Setz dir hier eine Prio rein, damit es hier durchläuft. Und wenn es nicht durchläuft, dann haben wir gleich wieder die Crackling-Anlage in dem Fall, glaube ich, war es. Die aus Sauerstoff und Brenngas Treibstoff machen kann. Und Wasser. Würde wir brauchen in dem Fall noch eine Crackling-Anlage. Alter, so viel Crackling-Anlagen. Das kommt dann hier rein. Dann brauchen wir noch eine Sauerstoffanlage. Sauerstoff kriege ich aber nur gleich über einen Weg, ne? Sauerstoff. Oh, wir haben wieder genug Arbeit. Warte mal, dann sollte ich eventuell ganz schnell die Wachstumsphasen ausschalten. Und den Turm deaktivieren, weil wir jetzt aktuell auf einem guten Stand sind. Perfekt. Dann läuft es weiter. Wie geht es eigentlich mit unserer Mine? Die habe ich jetzt die ganze Zeit doch nicht mehr beachtet. Die scheinen gerade nicht so zu Minen zu haben. Kann das sein? Oh, die waren schon durch. Dann kriegen sie den Auftrag, einfach hier weiter zu baggern. Wie schaut es mit der Kippung aus? Ja, Stück für Stück. Ich glaube, je tiefer sie kommen, desto schneller wird es auch am Ende, ne? Gut, aber wir sind ja halt groß beschäftigt an der Anlage hier. Aber ich glaube, man könnte es natürlich noch eng anfangen und nochmal umbauen. Für einen ersten Testrun irgendwo in einem Gebiet, wo wir Platz haben, glaube ich, ist es voll in Ordnung, wenn die so ausschaut. Ich werde ein Wasserrohr hier zurückführen oder auch hier außen rum dann einfach. Also das da, das Wasserrohr werde ich gleich hier einfach so außen rum führen dann. So als Abgrenzungsgebiet. Mei. Schaut zwar nicht professionell aus, aber muss es das immer? Ist ja die Frage. Treibstoff kriegen wir hier und hier raus. Dann führen wir das beide alles hier vor. Die Röhre müssen wir dann auch. Die legen wir vielleicht hier irgendwie so durch. Dampfrohr muss dann hier noch durch. Das werden wir hier. So reinlegen fürs Erste. So. Dann ist der Dampf angeschlossen. Ich wollte echt schauen, was Sauerstoff sagt, ne? Sauerstoff kann ich in geringen Mengen durch einen Elektrolyser gewinnen. Aber nicht separiert. Dafür bräuchte ich dann ihn hier. Und dann nutze ich ihn halt. Ist für mich jetzt, denke ich, auch mal irrelevant, sobald halt die Anlage ein bisschen effizienter wird, wird das schon alles mit dem sich anpassen. Und dann mache ich... Ah, schau, ich habe eine Idee. Wir machen hier so Backup-Speicher für Treibstoff rein. Die nicht auslagern und alles. Die nur sozusagen für uns erreichbar sind. Ah, shit, ich... Ich habe einen kompletten Verarbeitungszweig vergessen. Wir haben ja noch das Ding hier. Hoppala. Die... Das hier. Shit. Eigentlich müsste das wahrscheinlich nach hier oben. Dann muss ich vielleicht doch nochmal ein bisschen umbauen. Warte mal. Dann muss ich eventuell hier doch nochmal ganz kurz... andere Überlegung machen. Weil ihr beide müsst ihr dann auch in so eine Crackling-Anlage rein. Ich nehme an, die muss dann hier irgendwie so platziert werden, wenn wir jetzt davon ausgehen. So. Das ist Brennstoffrohr, oder rein theoretisch kann ich sagen, ich will das hier hinten angeschlossen haben. Ah, nee, weil da ist der, warte mal, dann kann ich den hier aber rein theoretisch
Jetzt kommt wieder Fiddelarbeit. Aber ich würde sagen, das machen wir sonst beim nächsten Mal weiter. Denn unsere Zeit ist ja schon lange aus. Wie gesagt, ich teile die Folge wahrscheinlich eh in zwei. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.